So, ich nutze gerade die Zeit der Stunde aus, weil viele Leute jetzt am Essen sind und gerade sonst niemand mehr auf dem Server ist, um ein bisschen zu informieren. Ja, dem Server geht schon blendet, also mir macht so viel Spaß, dass ich einfach fast nicht aufnehmen kann und es mir einfach ein bisschen zu langweilig ist. Ohne andere Leute jetzt gerade auf dem Server. Es ist so cool einfach. Das ist gigantisch. Und ja, ich habe noch so viel zu tun natürlich. Deshalb habe ich gedacht, ich mache das Let's Play, das ja West sein sollte, einfach auf dem Server. Und gehe einfach irgendwo anders hin. Suche mir einfach irgendwo noch eine Insel oder sonst irgendwas, wo ich, ja, bauen kann mit euch zusammen und jo. Auf jeden Fall, ja, sind wir heftig am Bauen. Wir sind am Plugins, also ich bin momentan am Plugins umändern, so dass man es einfach gut für den Server auch einsetzen kann. Nur manche Sachen stören mich noch, also zum Beispiel hier. Portale müssen noch von der Öffnung fertig sein. Ich sehe zum Beispiel einfach eine Ding, weil ja noch keine anderen da sind. Keine öffentlichen Leute, dass ich das nur zum Beispiel ich, wenn ich reingehe, nur ich sehe. Das müssen wir dann noch ändern und das, glaube ich, kommt auch immer wieder, wenn einer einloggt. Also, ich habe jetzt noch nichts gefunden. Stört mich halt ein bisschen, oder? Ja, die Post kann dann ein bisschen später dann fertig sein. Habe ich wieder ein bisschen weitergebaut. Jetzt müssen wir mal zu weit. Ja, das Headset kommt bald und auch das Mikrofon. Da gab es nur einen für 10 Euro und eines für 430 Euro, aber ich kaufe beide natürlich nicht. Zu übertrieben billig und zu übertrieben teuer. Deshalb, ja, sorry, ja, tue ich das bestellen auf einem guten Online-Shop. Ich weiß gar noch nicht, welchen ich nehmen soll. Und Amazon geht bei uns leider nicht. Komischerweise. Das ist richtig schlecht. Ich wusste gar nicht, dass Amazon nicht bei uns geht. Ich habe das noch nie benutzt. Deshalb. Aber ja, vielleicht können sie schon liefern. Aber ja, das muss ich dann alles einstellen und so weiter. Ja, hier haben wir die Skyline, das wird ein großes Gebiet. Hier die anderen hören dann schneller auf natürlich. Ich weiß jetzt nicht, wie groß sie das noch machen wollen. Ja, das zeigt jetzt zum Beispiel hier, wie es in der modernen Welt so aussehen wird. In der modernen Welt können wir dann noch viel höhere Bäume, Wolkenkratzer nicht. Ja, Bäume kann man auch machen. Aber, ja, hier kommt zum Beispiel ein asiatisches Gebiet noch. Eventuell wird es halt bei der Öffnung noch nicht fertig sein, aber ja, das wird wahrscheinlich das Westgebiet auch noch nicht sein. Das unterirdische Fantasy-Gebiet ist fertig. Da oben muss noch die Weltkugel hin, sondern nur blau. Und darin kommt noch das Netherportal. Wir wollen ja ein Höllenportal und nicht ein Himmelsportal. Die Raumschiffe kommen auch spät noch alle, da muss ich noch ein bisschen testen an diesem Raumschiff dort, wie so gut es möglich ist zu bauen. Und in dieser Burg werden dann zum Beispiel etwas zum Einkaufen geben und ein paar Infos, sowie eine Burg, ein Burgfried für den Owner des Servers. Wer war schon wieder Owner? Ich weiß es gar nicht. Ja, die Kaktusse, die bleibt. Ich denke, vielleicht werde ich sie umplatzieren auf die andere Seite. Passt natürlich besser. Aber ich finde irgendwie so einen Kaktus als, ja, wie soll ich sagen, als größtes Gebäude auf dem Server ist doch toll, oder? Jo, wie weit ist jetzt eigentlich der Kevin? Es freut mich so, dass der so cool baut. Er hat noch nicht weiter mögen, er hat wahrscheinlich heute nicht spielen können. Ja, er hat nicht spielen können. Das ist alles noch von gestern hier.
dieser Bergfried. Ah ja, oben dran ist noch etwas. Dann muss ich noch die Mühle zeigen, natürlich, von Alex. So. Da ist die Mühle von ihm. Er hat das alles natürlich eigen gebaut und wahrscheinlich auch vom Kopf aus. Ist richtig toll, also hat einen richtig guten Stil. Ja, da kommt wahrscheinlich noch ein Mehlreinmischer, also Körnerreinmischer eher rein, um dann das Mehl unten wieder rauszunehmen. Jo. Also ich finde die Mühle richtig schnuckelig. Hat fast so wie ein alter Grubkraft, eine Mühle von der Grubkraft gemeinsam. Ist zwar nicht so groß, aber hat auch viel, ja, wie ihr seht, Style, hä? Gut, ja, Alex macht hier sein eigenes Reich. Ist natürlich auch ein Admin, darf natürlich auch machen. Aber wir werden es so begrenzen, dass nicht alle dann plötzlich ein Reich anfangen und niemand dann in den Reichen drin ist. Also, wir werden wahrscheinlich einen neuen Rang machen, der ist dann besser als Bilder. Und das ist sozusagen dann der Reichsanführer. Und der wird dann eben ein Reich machen dürfen. Alle anderen dürfen nicht, können aber ja, das ist geheim, gell? Gut. Ja, dann haben wir alles wieder. Ich bedanke mich fürs Schauen der Server News. Und ja, jetzt kommen wieder ein bisschen mehr Server News. Also noch mehr Server News. Weil eventuell am Sonntagabend können wir den Server aufmachen. Also ich freue mich super drauf. Und das darauf folgende Wochenende machen wir sogar ein Spezial. Ja, machen einen Adventskranz so langsam. Jo, also ich bedanke mich fürs Schauen und ja, bald mit besserer Qualität natürlich. Das muss natürlich noch ein oder zwei Tage gehen, bis die da sind. Also kann Mittwoch werden vom nächsten und von der nächsten Woche. Und ja, dann habe ich dann gute Qualität. Ich kaufe natürlich jetzt Super Pros. Also ich habe so viel Geld. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Razer Naga, was habe ich für, ja, Color, irgendwie so etwas. Dann eine SteelSeries HDR, also so Mauspad, und ein Xbox One Controller habe ich mir schon mal im MediaMarkt gekauft. Sonst hatte ich einfach zu wenig Auswahl hier in der Schweiz. Deshalb, ja. Okay, danke schön fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Drago Basler. Tschüss.